Hallöchen, Puppe, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge 7 Days mit der Hirnsturz-Crew. Die da besteht aus Serendipity. Hallo, ihr Lieben. Linias. Wer? Ich? Ach ja. Ja, Guten du. Tag. Und Wodanowski, der leider immer noch schläft. Aber schönen Gruß an dieser Stelle. Genau. Ganz liebe Grüße. So, ich mache uns mal eine Forge und dann geht's weiter hier. Ich habe 174 Wood Spikes. Ja, ich habe 72. Ich werde jetzt unten diesen Weg pflastern. Nein, du hast nicht schon zugemacht. Du kannst auch. Natürlich habe ich schon zugemacht. Wieso denn nicht? Weil ja da die Säulen vielleicht erstmal richtig abgesichert werden sollten. Ja, dann hau ich dir Wo sind gerade jetzt eine die Schneise. Eisenstangen hin? Nee, das kann ich selber. Ich nehme den schmalen Ja, Weg ich habe die hinten. bessere Axt als du. Ich brauche Wer noch sagt eine das? Ich habe eine Eisenstange. 497er. Kann mir kurz Eisenstange. Ich habe eine Einmal. 575er Axt. Habe ich nicht. So. Bitte. Schneise. Was, wie willst du denn die Eisenstange. Säulen absichern? Bitte, Erstmal ein sehr bisschen die kurze. Du hast aber schon zu weit. Was denn? Eine Eisenstange. Habe ich in die Truhen gelegt. Du meinst diese blauen, ne? Ja. Nee, habe ich in die Truhe gelegt. Schade. Gut, Drüben im Haus? dann. Drüben im Haus? Ja, kann sein. Nee, Musste hier. gucken. Warte. Nee, da heißt. Dann Hier heißt sind da auch. 33 Stangen. Short Iron Pipe, oder? Ja. Ja, hier, Oben komm, ich drin? schmeiße dir hin. Ja, oben. Ich glaube, du lügst. Ich glaube, die nicht. Ich zweimal nein. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Gut, alles. Bin sehr gespannt, Dieses was das wird. Gras. Jack, hast du dir jetzt einen Schlafsack gesetzt? Nee, noch nicht. Soll ich dir einen machen? Hast du das Papier hier Ich irgendwo? habe Nee. genug Ach. Stoff, um dir einen Ich Schlafsack decke mich zu immer mit bauen. Zeitungen zu, deswegen. So, Forge. Forge ist da. Hoffentlich, nee, gut. Okay, der Weg draußen noch mal ein bisschen ausleuchten. Bisher habe ich nur so einen Halbkreis hingekriegt. Zit. Mensch, ihr seid ja richtig, wir sind ja richtig hier, wie soll ich sagen? Effektiv. Organisiert. Ja, irgendwie ganz komisch. Mir ist irgendwie Ganz anders. Gänsehautkrieg. Oh mein Gott. Kannst du eigentlich Bruder ja nicht erzählen? Bruder, ja, nee, lief gut und. Haben dich vermisst. Nee, wir brauchen dich schon noch. Dann Glaube ich. Bald Hin und wieder wieder. dann zum Hammer. Nein, mein Spaß. Ganz wichtig. Woran? Huch! Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich, Habe ich euch eigentlich meine Geschichte erzählt, wie Woran denn zu uns gekommen ist? Erzähl mal. Wo wir jetzt schon mal drüber. Was? Plauder mal aus dem Nähkästchen. Sag ja, mal. Das passt Ja. ganz gut dazu, wo dann jetzt nicht mehr dabei ist, ne? Spaß, ganz wichtig. Ja, das darfst du. Nee. Wodan hatte im Endeffekt, und das ist wirklich so, nur Glück. Und zwar waren wir auf dem Community-Server von 7 Days to Die von Hirnsturz. Wop und ich waren da drauf, weil wir wollten unbedingt Arma spielen. Arma 2, DayZ, wir wollten, aber zu zweit ging das halt echt nur so, naja, wir brauchten jemanden für die Rückendeckung. So, und dann waren wir da drauf und da waren mehrere Leute, die auch Bock hatten. Nur Wodan war eigentlich schon, der war nur schon vorbereitet. Der hatte alles installiert und konnte sofort loslegen. Und deswegen ist Wodan heute hier. Der hatte praktisch schon Arma installiert mit den Der ganzen hatte Accounts und so Arma weiter. installiert, ja genau, der war ja mal Admin und so. Der hat Arma installiert gehabt und jo. Und in der ersten Folge, als wir ihn vorgestellt haben, hat er nicht mehr aufgehört zu reden. Ja, Ja. und seitdem spielt Wodan dabei. Hä? Wo dann eine gute Phase heutzutage noch hat, er halt auch nicht mehr aufzureden, ne? Also. Ja, gut, ja. Das hat sich jetzt nicht viel geändert, du hast recht. Oh, ich muss was trinken. Liegt jetzt so hart daneben, oder? Ah, ich hab ein bisschen.
ja mal passieren. Jetzt hören noch mehr Spitzen. Christian Großer. Ich hab noch ein paar in der Tasche. 32 eigentlich. Ich hab 6. Ich mach grad noch mal welche. Frage ist, von wo kommen sie? Sie können von allen Seiten kommen. Also ich sicher hier ein Meer aus Spitzen machen wir hier. Ein Herz aus Hack. Da. Da fällt mir was ein. Mit. Ich kann die Story gar nicht erzählen. Nee, lass mal, das ist privat. Ja. Dass wenn wir besonders geil sind, wir beiden. Achso, ich soll's ja nicht das erzählen. Das ist doch Quatsch. Nee, wir kennen jemanden, die sagt Hock anstatt Hackfleisch. Also die sagt Hockfleisch. Ja. Hockfleisch. Jetzt habt ihr mir erzählt. Genau. Ja, so. Ja. Aber mehr erzählt er jetzt nicht, okay? Mehr erzählen wir jetzt nicht. Nein. Nach Aufnahme denn, ne? Mir denn. Ja. Im Detail bitte. Im Detail. Alles. Trinken. Geschichten mit Hackfleisch interessieren. Hock. Wir wurden ganz schön, also wir sind ganz schön allein gelassen noch, ne? Ich will es jetzt nicht beschreien, davon ab, aber. Was? Wieso sind wir alleine gelassen? Naja. Bis 3 Uhr? Nein. Ach so. Es ist ja noch die Nacht ist quasi vorbei. Ja, wir haben aber noch einen Tag dann, um uns hier vorzubereiten. Ich guck mal, dass ich oben in den Container hier reinkomme, von einer Seite mit einer Leiter irgendwie. Damit wir mal nach Wasser hier auffüllen können, ne? Ja, das ist eine gute Sache. Ich habe übrigens 15. Ich hatte doch 15 Wasser dabei. Nee, 45. Habe ich die in die Kisten geräumt? Ja. Okay, hast du? Alles klar. Habe ich gerade nicht getrunken. Aber ich habe keinen Topf mitgebracht, ne? Aber wenn wir gleich Eisen haben, dann könnten wir einen Topf machen. Genau, Eisen. Da habe ich es bei. Daher der Plan. Genau. Also ich mach schon mal Forged Iron, so viel wie jetzt in 20, das ist ja schon mal gut. Ansonsten kann ich auch direkt Gläser machen. Das ist sehr gut. Aber ich hab hier noch, da müsste ich nur noch mal Clay. Dann brauchen wir mal eine Schaufel. Oh, das war falsch. Recipes? Nee, gar nicht, Honig. Nee, jetzt im Ernst? Du hast ja noch einen Schlafsack Ich bin rückwärts gelaufen und die Spitze hat mich verletzt. Hinter dir stand eine Torch, nicht, dass du die... Ja, wahrscheinlich. Ja. Das war's. Zum Glück habe ich mein Ding schon gesetzt. Ich überlege jetzt gerade, ob ich einen Runden schwimmen gehe. Im Rucksack ist übrigens auch der noch nicht fertige Schlafsack für dich. Danke. Ey, zum Glück habe ich einen Schlafsack gesetzt. Alter Verwalter. Ja, ich bin wahrscheinlich gegen die Torch gelaufen. Scheiße. Ich habe doch eben... Da. Wo ist denn jetzt hier mein... Hier ist ein Dach. Kann man überhaupt eine Leiter setzen im Wasser? Glaub nicht, weiß ich nicht. Und wenn, dann verdrängst du das Wasser. Hä, wie kriegst du das Wasser hier raus? Ich krieg das nicht hier rausgeschöpft. Probier's jetzt mal, wenn ich untergehe, was mache ich jetzt schnell? Warte mal, ich leg mir mal ganz schnell hier ein paar Woodframes hin. So, Geronimo. Geronimo. Sehr spannend, ob ich Öl finde. Ich habe Pipi reingemacht, es tut mir leid. Na toll, und wir wollen das noch trinken, wir müssen das auf jeden Fall abkochen. Aminias. Ah, ich mag das nicht. Du sagst immer das Golden Rod Tea und dann schmeckst du nach Ammoniak. Das schmeckt so. Abgestandener Urin. Das ist einfach nicht lustig. Wieso kann ich denn... Ich bin im Wasser, ja? Ich habe ein Glas in der Hand. Jetzt füll dir scheiß Glas aufs Spiel. Ja, das ist auch scheiße. Das ich bin mitten im Wasser. Also kann ja wohl nicht sein. Warum? Verstehe ich nicht. Kann sich auffüllen hier oben. Da ist eine Leuchte. Das ist ja nicht Minias mein. Die ist voll der... Du Arsch. Hat aber einen Moment gedauert, bis er ankam.
Ich habe noch gemeint, ich habe überlegt, ob es ernst meint, verstehst du? Ja, ihr habt ja Beef miteinander, also von daher muss er es ernst meinen. So, gut. Achtung hier beim Clayfeld. Da ist mittlerweile eine Höhle, kommt man so nicht mehr. Ich gehe raus. Okay. Wahnsinn, ey, das haben wir noch nie geschafft. Oh, wie viele Spikes, oder? Ja, call me Rodan. Call me Rodan. So, dann Mike als nächstes Mike direkt ein Cooking Pot, ne? Das ist eine gute Idee, ja. Und dann können wir schon mal. Und ein Hunting Knife würde ich gerne. Soll ich dir mal die Dings bringen, die Iron Fragments? Ich krieg's nicht aufgefüllt, also es geht irgendwie nicht, keine Ahnung warum. Weil du nichts kannst. Hm. Ups. Ja, bring mir mal die Iron Fragments, genau. Ich schmeiß die mal hier in den Ofen. Ne? Geht nicht. Oder dann lege ich die hier oben in die Kiste. Oben Kiste. Is in the head. Und hier sind auch zweimal gelbes Dings. Gelbes Dings habe ich auch. Ich war gerade im Wasser oben. Das Animal Fat, ich habe hier 1000 Steine. 281 Kohle. Hast du noch ein paar Cloud Fragments? Ja, 12 Stück mache ich dir. Ich mache dir gerade ein. Was machen wir, wenn die anfangen zu spucken? 14? Wofür brauchst du 14? Du hast es aufgesammelt. Ja, ich habe das überlegt. Und dann heißt es doch. Oh. War so interessant aus, gell? Nee, ich wollte die Pipe haben. Hier, Jack. Ach, shit. Einsammeln, ja. Hinsetzen. Danke. Ich überlege gerade, doch, da werden sie nicht rankommen. Wenn sie spucken, ist natürlich blöd, gell? Ich habe die Befürchtung, dass wenn die spucken, noch einen Zaun drumherum machen. Dass wenn die spucken, uns den Dings wegmachen, den die Säulen wegätzen, weißt du, was ich meine? Können wir nicht irgendwie so, soll ich da nicht noch eine Mauer drumherum machen? Wir machen noch schnell eine Stahlbetonmauer. Nee, aber Holz reicht doch erstmal. Ups. Ich meine, das hält jetzt nicht viel ab, aber ein bisschen. Ich meine, dass die Spikes effektiver sind. Wir sollten uns oben nicht bei der Basis aufhalten, wenn die Horde kommt. Wo denn dann? Auf dem freien Feld rennen. Taschen leer machen, dann rennen. Also ich bin jetzt dafür, dass wir in die Höhle gehen. Und in der Höhle dann den Zombies trotzen, der Horde. Ich bin dafür, dass wir hier bleiben und einfach noch eine Mauer drumherum ziehen und gewinnen. Schütze? Wichtig ist natürlich an dem Plan mit dem Gewinn. Das wird das. Ach so. Das wird das halt klären. Wozu hat man nochmal Schaufeln? Ich habe hier Schaufeln, ich leg's jetzt einfach mal in die Kiste rein. Ich meine. Das Schaufeln immer? Ich meine, die kommen doch eh nah an die Hütte. Gerade die Spucker. Also die werden jetzt nicht von 10 Kilometern Entfernung spucken. Eben ja. Die laufen auf jeden Fall in die Spitzen. Ich werde hier jetzt die weg. Den ganzen Tag Spitzen legen. Ja. Ich denke, wir packen das halt. Na gut, dann helfe ich mit, auch. Bevor ich sinnlos in der Höhle stehe. Gut. Achso, hat jemand noch Iron, damit ich meine Axt reparieren kann? Ja. Ich kann dir aber auch eine 600er Axt geben. Was hältst du davon? Ja. Wow, dann mache ich erstmal meine kaputt. Du hättest übrigens keine Schaufel machen müssen. Das war reine Verschwendung. Ja, du hattest gesagt, Schaufel machen. Ich mache eine Schaufel. Hä? Hat Ina, ja klar, okay, wie Kappe gesagt, hat Ina welche bei? Genau, und dann habe ich gesagt, ich kann welche machen, dann habe ich welche gemacht, damit du Sand schöpfen kannst oder was du machen wolltest. Na, ist nicht schlimm. Siehst du? Wir brauchen jetzt gleich. Ich finde das ja lustig, dass wenn du ein Nest kaputt haust, dass es Holzgeräusch gibt. Wenn du ein Nest kaputt schlägst, macht es ein Holzgeräusch. Ja, ja, als würdest du eine Holzlatte kaputt hauen. Gleich schon mal. Ja, stimmt. Hast du den Schlafsack gesetzt? Heike immer. So ist brav. Okay. Die alte Hütte ist auch markiert. Ich teste das mal kurz.
Achso, geht ja nicht, weil meine Axt kaputt ist. Hm. Mach dir eine Steinaxt. Mach gerade mal 29. Was ist denn das? Okay. Wollen wir keine Zombies, um sie zu töten? Nee, das kriegen wir so hin. So, hier. Kannst du die ganz bauen? Ja, Achtung. Fertig. Geil. Und gleich auf 600 aufgewertet. Die ist ja auch nur halb ganz. Na gut. Nee, damit kommst du schon eine Weile, Freund. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Nur ein bisschen. I try to. I drive. Die habe ich natürlich gerade in die Kiste geräumt, ne? Das Schöne ist, dann kann ich jetzt hier... Es wäre gar nicht schlecht, wenn ihr in die Höhle gehen würde, oder zumindest einer. Mach ich. Um Dings zu holen. Blei. Wir brauchen Blei. Ich gucke nach Blei. Ich habe übrigens auch gerade ein Nest zerstört und bin überrascht, wie dieses Nest klingt. Das klingt nach Holz. Sag ich doch. Aber nee, der Alte muss ja erst nochmal testen. Wieso komme ich nicht mehr raus hier? Wir brauchen Blumbum. Was brauchen wir? Blumbum? Blumbum, ja. Blumbum ist die chemische Bezeichnung für Blei. Um mal groß zu kotzen, verstehst du? Was ist denn das? Das ist ja Sand. Ja, ja. Ein Sandhügel, okay. Wenn ich nichts kann. Wenn ich nichts kann, aber groß kotzen kann er. Ja. Oh, schön, reden kann er. Reden kann er. Ich sollte was mit YouTube machen. Oh. Hüpf. Irgendwann werde ich in die Bikes fliegen. Danach machen. Oh, ist gar nicht gut. Das ist ja voll die Höhle hier. Krieg ja auch nicht mehr raus als mit der Axt. Ich dachte eigentlich mit der... Hä, sind das gar keine Höhlen? Hm. Das sind nur so Vertiefungen im Boden. Ja, vielleicht ist in der Nähe eine Höhle. Warum haue ich jetzt eigentlich Stein? Weiß ich nicht. Nee. Keine Ahnung, Höhle. Was ich mir in meinem Köpfchen gedacht habe. Ich haue Stein. Ich wollte, keine Ahnung warum. Brauchte ich das für irgendwas? Ich war doch eben irgendwo, wo es nach unten ging. Das ist so, hat 5 Minuten funktioniert und schon fangen die alten Leute wieder an, ihre Demenz zu kriegen. Und sag mal, hier, was machen wir hier? Spielen. Wer sind die? Oh nein. Boah. Ich glaube, er hat die Höhle gefunden. Aua, voll die Höhlendecke auf den Kopf gefallen. Hier ist eine Höhle. Hallo Leiche. Hier ist schon einer erschlagen worden. Leichen sind immer gut, ne? Munition und so. Ach nein, hier geht's auch nicht rein. So, wenn er in der Höhle drin ist, fällt er nie wieder raus. Wenn er erstmal drin ist? Ja. Na, hätte ich meine Schaufel dabei. Nee, geht's auch nicht rein. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist das für eine Höhle? Du räudige Bodengrube, die sich eine Höhle nennt. Bodengrube? Hier rein. Komm. Beaker haben wir nicht gefunden mittlerweile, ne? Nee. Da vorne ist noch ein Haus übrigens. Da scheint es runter zu gehen. Hallo Zombie! Mama, da habt ihr nicht getan. So. Tief hier. Na super. Ist erstmal die Erde unter meinen Füßen zusammengebrochen. Vielen Dank. Oh ja, hier geht's rein. Das sieht gut aus. Oh, ist das tief. Habe ich Holz dabei? Jo. Frame. Wood Frame. 20. So.
Nein, ich bin total nein. konzentriert. Oh nein. Nicht viel ja. Sagen. Ja, ja. Ich weiß auch nicht warum. Das ist mir, passiert mir das erste Mal mit euch. Das ist wie bei Scrap Mechanic. Ja, genau. Ich habe mir mal schön die Haxen gebrochen. Schön. Freut mich. Ist das richtig? Da kann man das so? Nein. Alles Gute. Auch nicht. Weiß ich nicht. Wo hattest du jetzt nochmal das Papier gemacht, Sandy? Papier hatte ich keins. Ach, Mann. Den Stoff. Den Stoff. Den brauchst du selber. Den habe ich in der Tasche. Ah, gut. Ich hab dir da draußen Schlafsack gemacht. Aus dem Stoff? Ja, ja. Aus dem Stoff, ja, ich sammle gerade aber noch. Sie wird Chichi schon das Auto Stoff aus Dope, was dann anfängt zu brennen. Die Bullen von hinterher. Ich sammle gerade aber noch. Ach Kotten nein. Ein. Ich hab mir umsonst die Haxen gebraucht, in der Höhle gibt's nicht. Bist du sicher? Mhm. Macht eigentlich nicht viel Sinn. Warum sind hier denn so komische Lichteffekte? Es geht hier bei mir von hell auf dunkel. Das ist, nennt sich Disco. Ja. Nichts hat nur nicht. Ja, das macht's nicht immer. So, okay, was sagt der? Sagt der Forge hier? Bullet-Tipp. Tash ist voll, ich kann kein Holz mehr sammeln. Wer hat denn hier ein Envil? Quatsch, doch Envil? Ach, Bullet-Tipp, ja. Buckshot. Buckshot wäre interessant, ja. Baby! Das ist ein Deck über mir. Okay, da muss ich mal drin schmeißen. Alles gut. Wer macht der noch? Was ist denn das für ein Typ? Ach, hier, die Höhle ist am Arsch. Das ist keine Höhle, das ist was für Muschis. So, was ist das da hinten? Sind die Bilder? Mal gucken. Nee, guck dir das mal an. Spitzen. Das Einzige, was ich mitgenommen habe aus der Höhle, ist ein Beinbruch. Und die Erkenntnis, dass wir bei 22 Minuten am Ende einer Folge sind. Dann danke herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Zuschauen. Ich hab die Kreischerin. Wo denn? Ja, dann schnell Stopp und Start zur nächsten Folge. Achso, ist schon tot. Schon tot, alles klar. Also nicht mit mir machen. Okay. Die ist matt. Thema, Quatsch. Codewort. Folge schreiben wir Codewort. Quatsch, Matt. Konzentration. 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 Das ist doch keine Sau, was hier passiert. Bis dahin. Ja. Tschüss. Bis Sonntag. Tschüss.